heute mit Heller von Sinnen, Anke Engelke, Ralf Schmitz, Guido Katz und Bernhard Kohl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Samstag hat uns wieder. Wir haben vor 200 Jahren, glaube ich, an einem Samstag angefangen. Das war noch vor dem Krieg. Und sind jetzt wieder an einem Samstag gelandet. Wir finden es schön, weil um diese Zeit können wir einfach noch mehr unter die Gürtellinie gehen. Und, endlich kann man das auch senden, was wir sagen. Dann kann man das auch senden, was wir sagen. Und freuen uns, dass ihr uns auch heute alle zuschaut. Ab jetzt immer Samstag. Sonntag wird es natürlich wiederholt. Also wenn Sie es heute nicht sehen, wenn Sie es heute nicht sehen können, wenn Sie es morgen sehen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Wir gehen nach Bayern, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Trogen. Trogen liegt in Bayern. Und in Trogen wohnt Joachim Geiger, den ich jetzt herzlich in Bayern begrüße. In Trogen auf dem Sofa. Und Joachim Geiger aus Trogen möchte wissen, was ist der sogenannte Fremdkörpergriff? Fremdkörpergriff? Ja, der Fremdkörpergriff. Den müssen Flugbegleiter lernen, wenn sie merken, da ist jemand an Bord, der nicht dahin gehört, weil er Übles im Schilde führt. Dann nimmt man da meist den linken Arm, zieht ihn einmal kurz hier über den Hals und das ist der sogenannte Fremdkörpergriff. Nächste Frage. Ich glaube, wir sind in der Medizin. Oder wir sagen in Deutschland auch Medizin angelangt. Und es wird bei einer Operationstechnik. Bei wem? Operation. Man sagt in Deutschland Operation. Da wird es, wenn man jemanden aufschneidet, nicht in der Mitte, gibt es einen Fremdkörper, der zum Beispiel durch die Luftröhre in den Körper gelangt ist. Und dann gibt es einen ganz besonderen Kniff, der von Chirurgen angewandt wird, um diesen Fremdkörper aus dem. Und genau da bin ich auch, Nein, es ist dieses lustige Verschlucken. Ach, genau. Geräte, Kleinkinder, wie auch immer. Krieg ich jetzt ganz harten Schlag auf den Rücken? Nein, ich doch wollte das ganz anders anlegen. Nein, ich kann es nicht leider, aber es ist dieses Wukatja und dann. Ja. Bitte, was ist es? Ja, Frau Engelke ist ja im Moment nicht so tapfer. Ich hab doch noch gar nichts gesagt, Mensch! Es gibt irgendwas, wo man dann so draufdrückt. Und dann spuckt es sich so raus. Warte doch, bis ich was gesagt habe. Das ist der Heimlichgriff, ohne Hände. Wie heißt der? Heimlichgriff, ohne seine Hände. Der heißt mach du es bitte, Mann. Aber nie. Das ist ja. Das ist super. Also wenn das der Heimlichgriff ist, dann kann es ja nicht der Fremdkörpergriff sein, oder? Ich glaube, der Fremdkörpergriff kommt aus der Pornoindustrie. So. Das ist aber ordentlich der Fremdkörper. Nein, das ist so. Sind wir in der Medizin, Herr Balder? Was ist Medizin, Herr Balder? Ja. Vielleicht sind wir doch bei der Flugsache. Nein, wird ja so abgetan. Wir sind ja schon bei der Medizin. Wir sind richtig bei der Medizin. Wir sind bei der Untersuchung von Urin, Körperflüssigkeit, also in einem Labor. Und der Fremdkörpergriff ist, das machen wir erstmal sauber. So, und dann geben wir das ins. Nee, wir haben es. Es ist die Mischung aus Pornoindustrie und Medizin. Samenspende. Wie funktioniert die denn? Ja, das kann ich genau erklären. Ja, das ist so, weil der Mensch an sich. Pornozin. Wir sind in der Pornozin. Pornozin. Oder wir sind im Medo. Medorno. Im Medorno. Wir sind im Medorno. Medorno. Hieß der nicht Adorno? Aber nee, der heißt es treffen Medorno. Sich Menschen zu einem lustigen kleinen Schäferstündchen oder auch zu schmutzigem Sex. Und das, was sie. Vielleicht beides manchmal das Gleiche. So. Und sie haben nicht genügend Reize an sich, bei sich und benutzen kleine lustige Dinge wie zum Beispiel einen Apfel. Einen was? Der Mann führt der Partnerin einen. Hallo? Moment, ich habe. Ich muss los, ist schon sehr spät geworden. Ich muss. Mann. So, und das Problem stellt sich dann erst raus, wenn Sie den Apfel nicht mehr herausbekommen können. Und dann gehen Sie zu irgendeiner Notfallstation und die Frau behauptet eine. Die Frau. Moment, Kinder, die Ruhe bleibt! Die Ruhe bleibt! Ich glaube, Sie sind die einzige Frau auf der Welt, die es mit einem Apfel treibt. Lustige Geschichte, wie zum Beispiel, sie sei über einen Früchtekorb gestolpert. Ich krieg diese Bilder nie wieder aus dem Kopf. So, Fremdkörpergriff. Könnte ich gerade nur mal eine Umfrage hier im Publikum, wer sowas annähernd schon mal gemacht hat. Oder
Apfel oder schon mal dran gedacht hat, sowas zu machen. Wer ist nicht schon mal über einen Fruchtkorb gestolpert? Natürlich. Es wird ja, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich dieser Griff, der an jemanden, das könnte zum Beispiel bei der Physiotherapie sein, dass es eben einen gewissen Griff gibt. Da ist mir aber nicht ganz klar, was am Körper dann der Fremdkörper sein soll. Das ist das Problem. Ich glaube eher, dass es etwas ist, um einen Fremdkörper zu greifen. Und da bin ich wieder beim Bernhard, dass meinetwegen auch, nein, nicht, dass du ein Fremdkörper bist, aber dass zum Beispiel bei einer, wenn irgendein Organ oder sowas ersetzt wird, bei einer Transplantation, dass damit eben vielleicht ein Fremdkörper, vielleicht dann auch dieses fremde Organ gegriffen wird, damit das steril bleibt und dann eingesetzt wird. Pass auf, nicht das Organ. Es sind diese kleinen Gallensteine zum Beispiel. Da wird ja heute nicht mehr aufgeschnitten, Operation, sondern es wird ja heute so ein Loch reingebohrt. Wie heißt das? Operation. Hast du gesagt? Minimal invasive Chirurgie, kann das sein? Ich wollte das gar mal klug schalten. Man gönn mir das doch. Oh, Herr Hohecker, können Sie das mal kurz die Klappe an? Ja. Also, pass auf. Da wird ja so ein Loch reingebohrt in den Bauch oder wo rein auch immer. Und dann kommen die mit so einem kleinen Ding, so einem Teleskop oder so, kommen die da rein. Und da ist vorne so ein Greifarm dran. Und dann wird der Gallenstein zerstört oder rausgezogen. Und das ist der Fremdkörpergriff, weil der Gallenstein ist der Fremdkörper. Ich finde, die Äpfel haben mich auf eine gute Idee gebracht. Ich freue mich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nein. Und zwar, ich bin bei der Ich bin letztens über eine Ananas gestolpert. Das war. Meine Frau ist letztens über eine Ananas gestolpert. Also Fremdkörper. Diese Bilder nie bei der Sortierung von Äpfeln oder irgendetwas anderem. Die laufen über so ein Fließband und das ist ein Mitarbeiter, der mit einem ganz speziellen Griff Fremdkörper aus der Masse Äpfel herausholt, bevor sie dann zu Apfelsaft gemacht werden. Welche Fremdkörper zum Beispiel? Blätter. Was noch? Raupen. Was noch? Pflücker, die da drunter. Ganz kleine Pflücker. Aber ich denke, wir sind in der Medizin. Hattest wir sind in der Medizin. Dann vielleicht. In welcher Medizin sind wir denn? Pass auf, wir sind. Pathologie. Wir sind ganz tief drinnen. Und zwar, wenn es. Tiermedizin. Wir sind in den Zellen. Tiermedizin. So, das Tier an sich. Jetzt. Ich hab was mit Tiermedizin gesagt. Ja, dann sag du die Lösung. Ich hab's ja nicht, ich hab nur Tiermedizin. Na los, jetzt kommt das los. Das Tier an sich hat einen Fremdkörper geschluckt. Die Katze, der Hund, das Kleintier. Nein, wir sind bei den Raubvögeln. Fremdkörper, nein, Maus, Hund, Katze, Maus, greifen, Fremdkörper. Gummiball. Kann ich die Zeckenzange mal kurz in den Raum werfen? Ich glaube, das ist so Art, dass sie eine. Hast du eine mit? Nee. Nicht drehen. Nicht direkt. Aber ich glaube, dass man sowas ähnlich wie eine Zeckenzange, dass einfach ein Fremdkörper mit einem bestimmten Griff von dem Tier einfach gelöst wird. Nein. Ist das vielleicht nicht einfach, wenn die was verschluckt hat, dass man die so nimmt und so. Nee, pass auf. Das wenn Tier was verschluckt hat. Also, das Tier hat was verschluckt. Welches Tier denn? Das Schwein. Eine Katze. Miau. Eine Schweinekatze. Ein Hund. So, das Pferd. Okay, das Pferd. Wir sind bei der Kuh. Katzenpferd, Schwein. Ah, wir sind bei der Kuh. Oh, der Griff geht aber sowas von hinten. Nein. Ein Apfel. Fremdkörper. Na, da ist doch eher eine Melone. Wir sind also bei der Kuh. Die haben ja mehrere Melken. Vor dem Melken machen die Fremdkörper weg. Das ist gut. Das ist gut. Das ist was anderes, was du meinst. Genau, damit bei der Melkmaschine die Kuh nicht sich ein Wölfchen hubbelt. Genau. Fremdkörper einmal wegmachen, sauber machen und dann kann man. Ja. Nein. Also sagen wir mal, wir sind beim Rind, nicht? Also, ja, kann ja, auch der Ochse ja sein. Da sind wir. Das könnte auch der Ochse sein. Ja, auch der Ochse. Sag mal, Rinder und Ochsen haben doch gerne diese Nasenringe. Bezieht sich das darauf? Also, weil ich meine, der Nasenring an sich ist ein Fremdkörper für einen Rind. Absolut, richtig. Absolut. Aber es hat mit dem Nasenring überhaupt nichts zu tun. Stecken sich vielleicht Kinderkühe auch Legosteine in die Nase oder so? Ist das vielleicht doch Piercing? Sag mal, die können sich ja verletzen. Wo können die sich verletzen, die so sich hier? Die können doch gegen einen Zaun, gegen einen Elektrozaun laufen. Und dann sind sie so. Die können irgendwo reintreten. Man kann aus den Hufen etwas entfernen. Das ist ja nur Hufe. Hufe ist gut. Hufe, wir haben Hufe ist gut. Er lächelt. Ja, wenn etwas zwischen den Hufen entfernt wird, dann wird nämlich dieses Bein. Stell dich mal bitte gerade hin. Andersrum? Lass die Schuhe an. Andersrum sag drehen. Jetzt, bin ich das Tier, bin ich der Kopf, das Tier, bin ich das Huf? Andersrum. Und dann wird doch hier so das Beinchen hochgenommen. Das geht bei Kühen auch und dann wird es ausgeschabt. Und das ist der Fremdkörper. So, ich sag's euch. Also, der Fremdkörpergriff ist eine Routineuntersuchung des Tierarztes. Der Tierarzt greift dem Rind an eine bestimmte Stelle zwischen Hals und Rücken und zieht dann mit beiden Händen ein Stück Hautfalte nach oben.
Dieser Griff löst bei der Kuh oder bei dem Rind einen Reflex aus, bei dem sie ihren Bauch kurz nach unten drückt, die Kuh in dem Falle. Lässt das Tier dabei ein Stöhnen vernehmen, ist das ein Anzeichen dafür, dass sich ein Fremdkörper, zum Beispiel ein Stück Draht vom Weidezaun oder was auch immer, im Magen der Kuh befindet. Aber schon daher nah dran. Fremdkörper. Kann nicht gelten, dass wir Zaun gesagt haben und auch Rind? Aber im Magen, im Magen. Und wir haben das mit dem Apfel gesagt. Ja. Und das hat allen sehr gut gefallen. Aber mir nicht. Joachim Geiger aus Trogen, 500 Euro für Sie. Meine Damen und Herren, wir haben heute hier Besuch aus der Schweiz, das habe ich vorher erfahren, aus Zürich. Ich habe eine Frage aus der Schweiz, und zwar von Edith Flütsch. Sie wohnt in Thusis. Ich weiß nicht, wo Thusis liegt. Das weiß die, wahrscheinlich Schweiz auch nicht. Fall. Und Edith Flütsch aus Thusis möchte Folgendes wissen. Warum steht auf einem Berg in den Schweizer Alpen ein Schild mit der Aufschrift Pfeifen verboten? Ach, Lawinengefahr. Kleine Information. Abergläubische Berge. Kleine Information. Deswegen darfst du auf dem Berg auch niemals die Schuhe ausziehen. Also kleine Information, bei dem Berg handelt es sich um das Stanserhorn, knapp 2000 Meter hoch, in der Zentralschweiz gelegen. Auf dem Gipfel steht ein Schild mit der Aufschrift Pfeifen verboten. Warum? Es kann nur zwei Gründe haben. Ja. Bitte. Der eine Grund ist, dass da ein sehr starkes Echo ist und dass durch dieses Echo, ja, durch diese Frequenz, das entweder nicht mehr aufhört, weil es immer hin und her zwischen zwei Bergen... Ach, das hört nie wieder auf? Ja, ja, das ist wie im Schildknopf von Lukas, der Lokomotivführer, und die Mitte 13, und wo die da genau durch das Tal der Finsternis und durch den Krach von Emma, wop, 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 ist das Gebirge eingestürzt. Ich wollte nur sagen, dass diese Theorie stimmt. Dann gibt es eine zweite Variante. Also die ist schon mal falsch. Ja, deswegen tendiere ich zur zweiten. Das hat was mit Murmeltieren zu tun. Heißt? Wenn du pfeifst, kommen die Murmeltiere aus der Murmel, also nicht aus der Murmel, aus dem Loch. Machen wir andersrum. Nein, also die gehen, wenn gepfiffen wird, gehen die ins Loch rein. Richtige Antwort. Ja! Ich bin fertig für heute. Sehr geil. Boah. Auf dem Stanserhorn befindet sich ein Murmeltiergehege. Das gibt's doch nicht. Ja. Und diese kleinen Tiere warnen sich bei drohender Gefahr gegenseitig, indem sie laute Pfiffe ausstoßen. Gott, und dann, verschwinden sie ganz schnell in ihre Erdlöcher. Oh, und um die Murmeltiere nicht zu verwirren und ständig in die Erdlöcher zu scheuchen, steht auf dem Stanserhorn für Wandertouristen ein Schild mit der Aufschrift Pfeifen verboten. Wie aber das macht doch dann jeder. Sobald ich das sehe, denke ich mir, warum, und probiere das aus. Das sieht doch. Deswegen hat dort auch schon niemand mehr seit 10 Jahren irgendein Murmeltier gesehen. Aber ich stelle mir schon, wenn er da so wandert und Liege. Ja, genau. Und dann hört man auf und steht mit so einem Hammer daneben. Und hallo! Nein, du stehst mit dem Hammer daneben. Was ist? Wir stehen nicht mit einem Hammer vor Murmeltierlöchern, Herr Hohecker. Und wenn er rauskommt, dann guck mal, kann ich auch. Das sind aber die einzigen Tiere, mit denen er auf Augenhöhe ist. Von daher. Aber nur, wenn die Murmeltiere stehen, sonst nicht. Ja, ja. Edith, es tut mir leid, aber das habe ich mir beinahe gedacht. Beinahe gedacht. Egal. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so eine schöne Frage haben, wenn Sie ein bisschen Geld verdienen möchten, es ist ja nicht immer so, dass die Damen und Herren alles wissen, dann schicken Sie uns bitte Ihre Fragen. Genial, daneben 50 616 Köln. Sie können auch anrufen 01 37 18 11 20. Eine E-Mail geht auch, fragen@genialdaneben.de. Oder aber Sie machen es wie Silvia Lohmann aus Neuss. Sie kommen einfach hierher ins Studio. Silvia, wo sitzen Sie? Wo? Das ist Silvia, wie sie leibt und lebt. Sie kommt aus Neuss, ist heute Abend hier, möchte 500 Euro haben und hat folgende Frage. Achtung, was ist ein Käfigläufer? Gefangen. Sehr gut. Also es gibt hier gerade im Zoo, das hat mich immer als Kind so furchtbar deprimiert, denn diese wunderbaren Raubkatzen, Leoparden, Tiger, als die Zoos sich noch nicht so richtig viel Mühe gegeben haben. Und die waren in ihren und hatten immer dieses Hospitalismus, immer dieses Hin und Her und Hin und Her. Und vielleicht ist das so ein Phänomen auch beim Tier, dass die, wenn die erstmal dann ein größeres Gehege eventuell bekommen, immer noch dieses döllige Hin- und Herlaufen haben, weil sie vorher 15 Jahre nur im Käfig waren. Verabschieden wir uns mal von den Tieren im Käfig. Dann sind wir beim Beamten. Nee, das ist ja
das selber, das ist ja Quatsch. Das ist ja blöd. Okay, ich glaub, bis zur Heizung wieder zurück, wieder bis zur Heizung. Kann auch sein, Heizung, andere Heizung. Es, könnte, es gibt ja zwar, also ich bin gerade im Gefängnis angekommen. Entweder Alcatraz, dass Männer die da, oder Frauen, die da verhaftet sind, lebenslang, um sich zu beschäftigen, einfach in ihrer Zelle immer auf und ab gehen, immer dieselben Rituale haben, dass sie erst diagonal gehen, dann nach links und dann wieder diagonal und dann wieder nach rechts. Das wäre oder gibt es einen Käfigläufer, dass es ein Teppich ist, eine besondere Form eines Teppichs. Dieser Teppich ist gewebt in einer entweder gewissen Struktur oder... Nicht gewebt. Das Muster da drauf ist wie ein Käfig. Das ist eine Falle. Ist gedruckt. Das ist eine Falle. Ein gedrucktes Muster. Das ist was? Das ist eine Falle. Das ist richtig. Siehst du? Was, man spricht doch bei dem Auto oftmals oder von Fahrzeugen oft von einem Käfig wegen des Blitzes. Faradayscher Käfig. So, der Faradayscher Käfig. Sind wir da richtig? Nein. Und wenn er nicht mehr läuft, der Wagen? Warte, warte. Da sind wir nicht richtig, nein. Nein. Also, das Wort Läufer oder Lauf ist das deutsche Wort mit den meisten Bedeutungen überhaupt. Also zum Beispiel. Ein Maximal-Teekesselchen. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich denke, ihr seid an der Reihe. Nee. Du machst jetzt mal schön weiter. Was könnte es denn außer einem Läufer und einem Teppich noch sein? Früher war es ja so, da wurden die Leute mit geistiger Umnachtung, Störung, wie auch immer, die hatten so einen Käfig auf, so oben. Das führt uns auch nicht. Ja, wirklich, das früher, ganz früher. Ah, wir sind also im Mittelalter. Da hatten die das heißt, zum Schutz, also damit die keinen bissen und beißen konnten und so. Da hatten die so einen Käfig um. Ja. Und die nannte man ganz sicher Käfigschloss. Damit die frei rumlaufen durften, genau. Die anderen aber wie nicht gefährdet haben. Die Hunde, die sich kratzen. Und die Hause, das wurde abgeschlossen. Genau. Ganz und deswegen durften die auf dem Dorfplatz rumlaufen und gefährdeten die anderen nicht durch Bisse. Fluggäste, die ein Tier mitnehmen, dürfen später einsteigen, auschecken, einchecken oder sowas. Denn die haben ja immer diesen Käfig dabei, wo die Tiere transportiert werden. Wir haben uns aber eben von Tieren verabschiedet, Höckerchen. Aber auch vom Zoo. Wir haben uns von Tieren komplett verabschiedet. Ja, den Eindruck hatte ich. Aber oder? Weil sonst bin ich bei Haifischen, Herr Walder. Was? Bei wem? Haifischen. Laufen die? Viele Taucher sind doch in diesen Käfigen, ja. um die Haifische anzulocken. Aber die laufen doch nicht da unten. Die Haie auch nicht. Nein, selten. Wenn die Pipi machen müssen, dann läuft es bei denen auch, Herr Walder. Na, also keine Tiere in keiner Weise. Wir lassen Tiere mal weg. Weder aktiv noch passiv. Sind wir denn im Mittelalter? Nee, wir sind jetzt hier in der Neuzeit. Und sind wir beim Zirkus? Zirkus ist gut. Und das ist der Bote, der von Käfig zu Käfig läuft. Und jetzt sind wir doch wieder bei Tieren, aber ist auch schön. Also genau, es ist ein Tierfänger. Wir sind hier bei Tieren. Stille Post, das ist Stille Post von Tieren. Und einer muss immer rennen, das ist es. Der Löwe sagt, ar, ar, ar. Und der Käfigläufer rennt dann so ein Pinguin sagt, der Löwe hat das. Und so geht's immer weiter. Nee, wir sind nicht bei Tieren. Wir sind ja nicht bei Tieren. Der Läufer. Also, wie wäre es denn, wenn ein Käfigläufer, ist das vielleicht einfach ein Wärter im Gefängnis, und die nennen sie untereinander so, der das Essen bringt, der läuft von Käfig zu Käfig? Also ist das so ich bin auch so fertig, weil er sagt, es geht überhaupt nicht um Tiere. Weil sonst wäre ich es jetzt auch schon wieder im Labor, weißt du, im Labor, also bei Viren und Bakterien. Die Tiere weglassen, den Zoo, ja, den Zirkus. Sind wir bei den Teppichen Teppich auch den Teppich richtig? Würde ich völlig ja. Lassen wir Käfig weg, lassen wir Läufer weg, reden wir über was ganz anderes. Falsch. Siehste? Es ist ein Nahrungsmittel. Welches denn? Das sage ich nicht. Das ist wieder eine Falle. Wir sind bei irgendeiner industriellen Herstellung. Es wird etwas maschinell hergestellt. Richtig. Ja. Also das, was ich meine, ist maschinell hergestellt. Nicht, was Sie meinen, was auf dem Zettel steht. Ja, das meine ich, ja. Also ich glaube, dass das etwas mit Maschendrahtzaun zu tun hat. Vielleicht wird einfach, ist ein Käfigläufer, ist einfach, weil es Vergleich mit Teppich, könnte ja ein Zaun sein, der in 500 Metern aufgerollt ist. Und wenn man dann sagt, ich brauche aber 30 Meter Zaun für mein Grundstück, dann sagen die, schneid mal 30 Meter vom Teppich, Käfigläufer. Und das sind wirklich keine Maschendrahtzaun. Könnte das sein? Es könnte etwas mit Farben zu tun haben, weil was verläuft denn noch? Was läuft denn noch, sind doch Farben. Ist auch gut. Also vielleicht ist es ein... Wie ein Gitter verläuft. Ja, das in so einer, das in der Herstellung von Farben Käfige sind, wo die einzelnen... Die Farbe drauf abgerollt ja, wird. Ja, und wenn es dann verläuft... Hängt. Ich werde euch mal aus der Frage entlassen. Ihr seid meilenweit weg. Autoindustrie? Nein. Büro? Meilenweit weg. Der sogenannte Läufer ist Bestandteil eines Elektromotors. Ein Bauteil, das bei laufendem Motor ständig in Bewegung ist. Innen daher Läufer. Dreht sich, wenn der Motor läuft. So ein Läufer ist aus Metall, zeigt das Äußere des Läufers eine durchlässige Gitterstruktur, sieht da wie ein Käfig aus. Und in so einem Fall spricht der Elektrotechniker von einem Käfigläufer. An sich eine ganz einfache Frage. Ja. Ganz simpel. Silvia Lohmann, 500 Euro. Gratulation. Thank you.
So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Schwerin. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, das wissen wir alle. Dort wohnt Mandy Wittmann. Und Mandy Wittmann aus Schwerin möchte Folgendes wissen. Was ist der sogenannte Schneidertag? Der Schneidertag? Der Schneidertag. Das wird der Sonntag sein, weil das der einzige Tag ist, an dem Schneider damals wirklich Ruhetag gehalten haben. Und deswegen wurde der dann im Volksmund irgendwann zum Schneidertag. Der Sonntag? Ja. Der Schneider. Ich denke, das hat sich so ein Fanclub, da wo die Dame herkommt, ausgedacht, weil die alle Fans von Willi Schneider waren. Nee, ich glaube, es ist, Eides wird gerade noch verliehen. Was? Aschebeche. Der Schneider da. Ach so, was für einen anderen eine Stunde ist, ist für den Martin ein Tag. Der langsamer spricht, das ist richtig. Es ist doch so, das Tag für Schneiderlein. Schneider. Hat doch 7 auf einen Streich. Genau. Richtig. Ja. So, und vielleicht ist der Schneidertag für so Insektenjäger, Kammerjäger. Ein unglaublich erfolgreicher Tag. 7 auf einen Streich. Also wenn der zum Beispiel 7... Was auch immer die Kakerlaken, an einem Tag. Nee, ich glaube eher, es geht um die Schneider selber, also um die Schneider, also um, ne, um Schneider. Also die Tiere Schneider. Ah! Ja? So. Ach so, die, ach, die Tiere. An, die Tiere Schneider. Und diese Tiere, an einem Tag im Jahr schlüpfen die alle. Das wusste ja ein Ziermann schon. Man sagt doch die auch, die schlüpfen. Die Schlüpfer. Ja, also ein besonders schwülen Tag. Also das sagen zum Beispiel Meteorologen, sagen, ja, heute ist ein Schneidertag, weil die Temperaturen so milchig, wie bei Girl sagt, milchig. So milchig, dass die Schneider da optimale Bedingungen haben. Hat ein Ziermann schon gesagt, der Schneider an sich weiß ja schon, dass man ist. Der Schneider an sich schlüpft nur an einem einzigen Tag. Also ist der Schneidertag der Tag, an dem der Mond auch sagt, heute Haare schneiden, super? Manchmal bin ich man sagt doch auch, so. Man sagt doch auch, man ist aus dem Schneider. Vielleicht so. Ist das falsch. Ja, sagt man doch. Ja, aber was sind denn? Und vielleicht heißt es aus dem Schneider, ist es vielleicht sowas wie, dass man, ist das so ein Amnestietag oder sowas? Dass man, ab jetzt ist wieder alles in Ordnung. Sind wir bei einer blöden Skat-Veranstaltung und derjenige, der diesen Pokal mit nach Hause nimmt, sagt, ich hatte heute einen Schneidertag, ihr habt den ganzen Abend Schneider gespielt. Nee, sind wir nicht. Hat das überhaupt was mit dem Schneider zu tun oder ist vielleicht der Schneider? Mit welchem Schneider? Mit dem Schnippschnappschneider. Mit dem hat es zu tun, mit dem Schnippschnapp. Okay. Wie, was mit dem? Mit dem, der Person des Schneiders? Ja. Der Schneider von Ulm, meine Damen und Herren, ist ja oder wollte ja fliegen. Das hat nicht ganz so geklappt. Ja. Das heißt, wenn einer sich bös auf die Fresse legt, sagt man... Schneidertag! So, jetzt habe ich eine Theorie des Kaisers neue Kleider. Also, wenn früher gekrönte Häupter hatten ja nun wahrscheinlich sehr viel zu tun zum Repräsentieren oder auch zum Regieren. Und mussten aber immer neue Uniformen, neue Klamotten haben. So, und da mussten sie sich in ihrem Kalender Termine für freischaufeln, dass der Hofschneider kommen konnte, sie ausmessen konnte und benähen konnte. Kleine Streifen, große Streifen, zum Beispiel. Das heißt, es hat irgendetwas mit so royalen, gekrönten Häuptern. Dann wird es doch aber auch einen Schustertag geben. Ja, gibt es, aber die Frage hatten wir noch nicht. So. Richtig. Warte, komm. Ja. Kann es nicht der Jahres- oder der Jahrestag sein? Ich glaube, Jahrestag. Jeder hat etwas mit einem Wochentag. Ich glaube immer noch, dass das etwas mit einem Wochentag zu tun hat und der in irgendeinem Verhältnis zu diesem Beruf des Schneiders steht. Das glaube ich immer. Montag ist Kinotag, das kann es ja nicht sein. Wann ist Dienstag? Dienstag ist Schwienstag, wie man Mittwoch sagt. Mittwoch ist Mitte der Woche, Donnerstag ist Sonntag, Freitag ist Freitag und am Samstag kommt das? Samstag! Aber nicht mehr so häufig. Also Herr Bader, ist es dennoch ein etwas altertümlicher Begriff? Ja. Ja, und deswegen ein Schneidertag. Also entweder, was Herr Kanz eben schon sagte, mit dem, dass es so eine Art Sonntag ist. Oder dass Schneider irgendwie, dass man den unter... Lass mich kurz nur den Gedanken versuchen weiter zu. Das kann dauern, aber machen wir. Vielleicht ist der Schneidertag eben nicht der Sonntag, sondern der Montag. Weiter. So wie die Friseure am Montag. Variabel, weil die Schneider damals noch durch die Lande fuhren und irgendwie durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde dann geklärt, so, übernächste Woche Dienstag kommt der Schneider. Dann ist das der Schneidertag für die ganze Ortschaft. Schöne Erklärung, leider stimmt sie nicht. Herr Köchin weiß es. Oh. Also. Im Mittelalter, kurz nachdem Sie aus der Grundschule gekommen sind, da war es so, da war der Schneider ein ganz besonderer Beruf. Der ist nur ab und zu einmal ins Dorf gegangen, hat die Leute vermessen und denen dann was geschnibbelt. Das war ein ganz besonderer Tag. Und zwar war das genau der Tag, wo der Mond, wenn er hinterm Horizont verschwindet, der Sonne guten Tag sagt, wenn sie auf der anderen Seite hervorkommt. An diesem Tag können wir mal das Licht haben sich die Menschen... Ja. Ja, Atmosphäre, ich hätte gerne einen Spot. Puh. An genau diesem Tag
haben sich die mittelalterlichen Dorfbewohner um 10 Uhr morgens, Glockenschlag, die Turmuhr der ortsansässigen Kirche hat das vorgegeben. Was, 10 Uhr? Genau, es kann auch 9.30 Uhr sein, legen Sie mich nicht fest. Und wenn das der Grund ist, warum die Antwort falsch ist, dann kriegen Sie einen. Also dann, dann trafen die sich alle da und haben immer gesagt, Schneider, Schneider. Schneider, Schneider, er ist doch da bekloppt. Kam er immer näher, der Schneider. Ich weiß, aber man, der Arzt hat gesagt, nicht unterbrechen. Ach, nein. Ich sag's euch mal. Oh Mann. Schneider galten früher als Inbegriff für arme Leute. Ganz früher. Den ganzen Tag arbeiten und schlecht dafür entlohnt werden. Und unter Fischern sprach man daher von einem Schneidertag, wenn man den ganzen Tag rausgefahren war und kaum etwas im Netz hatte. Heute ist der Schneidertag ein fester Begriff unter Anglern für einen Tag, an dem man stundenlang seine Angel ins Wasser hält und kein Fisch beißt an. Das deswegen heißt auch bei Skat, Schneider jemanden Schneider spielen heißt, der kriegt keinen, also zu wenig Punkte. Kommt wahrscheinlich das finde ich jetzt wieder spannend. Sehr spannend. Vor allen Dingen ist es logisch. Mandy Wittmann aus Schwerin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, wir waren ja heute schon in der Schweiz. Jetzt gehen wir mal nach Österreich. Wir sind sehr international heute. Und das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Bitte? Ich hab nichts gesagt. Okay. Ich zeige euch mal ein Foto. Ich hoffe, ihr könnt es genau alle sehen. Gabriele Sommer will wissen, was ist das? Joachim Helms wohnt in Adelsdorf. Das liegt in Bayern. Die Frage bezieht sich allerdings auf Österreich. Ach, du weißt, er kann es, weiß es schon, ich freue mich. Also, ich stelle die Frage trotzdem. Warum sind auf einer österreichischen Autobahn weiße Halbkreise auf dem Seitenstreifen aufgemalt? Ich bin raus. So sieht das aus, wenn man auf der A2 zwischen Klagenfurt und Völkermarkt fährt. Lauter weiße Halbkreise auf den Seitenstreifen. Guido, kannst, warum? Wir wollen es zusammenlösen, oder? Ich hoffe, meine ist richtig. Dann ist es mit Nebel zu tun. Und wenn man die nächste Markierung sehen kann, dann ist es noch genug Sicht. Das heißt, wenn man nicht mehr sehen kann, muss man runter vom Gas. Stimmt nicht ganz, aber ich lasse das Geld. Danke. Also. Man muss den Abstand halten. Es ist richtig, es sind sogenannte Nebelwarnpunkte und die sind im Abstand von 33 Metern aufgemalt. Ja. Erklärung etwas anders, erkennt der Autofahrer noch zwei Halbkreise hintereinander auf einen Blick. Beträgt seine Sicht mindestens 66 Meter. Empfohlen wird dann eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Sieht er nur einen Halbkreis, sollte er nicht schneller als 40 fahren. Ich dachte, das wäre irgendein Optikertest und habe schon gedacht, ich bin durchgefallen. Nicht erkannt. Also im Prinzip Nebel ist richtig. Du kennst doch, bist schon gefahren? Es ist ein Optikertest. Ich bin da schon angefahren. Wenn du ohne Brille keinen von den Schreiben siehst, darfst du gar nicht mehr ausfahren. Sehr oft Nebel auf dieser Autobahn, deswegen sind diese Halbkreise. Ja, Joachim Helms, es tut mir leid, aber es gibt kein Geld. Bist du jetzt angepisst, aber du hast direkt so ein Gesicht aus, so überhaupt nicht, nein. Ich freue mich. Wegen Nebel bist du sauer, oder was? Der Ball, der merkt, bei Carmen Nebel würde ich es verstehen, aber... Nein, ich freue mich immer, wenn ihr was rauskriegt. Die Ausländerfragen gehen heute gar nicht, ne? Naja, warte mal, wir sind ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch ein bisschen was hier. Zum Beispiel die nächste Frage von Hans-Peter Neumann aus Borken, liegt in Nordrhein-Westfalen. Und Hans-Peter möchte wissen, wir wissen ja alle, was ein Taucher ist oder was Taucher sind. Aber was sind denn Taucherflöhe? Taucherflöhe. Flöhe oder Flöhe? Flöhe! Stopp, Flöhe! Sind wir wieder bei den Anglern, bei den Schneidertag-Anglern? Ja. Der Taucher? Ja. Oh, ich und weiß. Die Flöhe, die man da, diese kleinen, nee, nicht Flöhe. Aber wir sind bei den Anglern? Nee, die sind es gibt auch Staubflöhe. Und im Wasser sind das dann Wasserverwirbelung. Keine Idee, das ist Quatsch. Ich glaube, dass das ein Effekt ist, den Taucher haben, wenn die lange getaucht haben, vielleicht zu schnell aufgetaucht sind. Und dann hast du entweder zu viel Stickstoff im Blut und dann gibt es wie einen Kohlensäureeffekt. Kribbeln auf der Haut und dann spricht der Mediziner von den Taucherflöhen. Richtige Antwort. Ich möchte einen Antrag
stellen. Ich möchte den Antrag stellen, dass er kann sich ab sofort auf den Platz setzen. Ich will einmal den Redaktionsschlüssel verlieren schon läuft es so. Im Prinzip richtig, Guido. Wenn Taucher aus größeren Tiefen zu schnell an die Oberfläche kommen, dann kann es passieren, dass sich Stickstoffbläschen im Blut bilden und der Taucher empfindet starkes Jucken. Als ob er von Flöhen befallen wäre, da er Taucherflöhe an sich genommen. Bist du jetzt angepisst, oder? Nein! Ja. Ich möchte es nur erklären. Wegen so einem blöden Taucher, oder was? Hans-Peter, es tut mir leid. Geben Sie die nächste Frage einfach an ihn, wir geben was essen. Ja. Ich hab einen kleinen Zwischendurch. Super geil. Ich habe ja noch große Chancen. Ich habe ja noch ein paar Sachen. So eine entspannte Sendung hat man selten. Okay, ich versuch's mal weiter, meine Damen und Herren. Okay. Wir gehen mal nach Bonn. Hoeker, deine Stunde! Ja. Setz mich jetzt was unter Druck gerade. Ja. Dort wohnt Stefan Gehrmann. Kennst du den? Scheiße. Der Gehrmann. Die alte Ratte. Komm, sag. Ey, wenn ich den erwische. Also, Stefan Gehrmann aus Bönn. Also aus Bönn. Bönn, natürlich. Warum kommt das Bönn? Der war früher in Berlin, aber der ist jetzt nach Bönn gezogen. Bericht als Bönn. Jetzt bin ich aber angepisst. Jetzt bist du einfach angepisst jetzt, oder was? Der kommt doch. Also, Stefan, ich kann vielleicht vor der Werbung noch die Frage stellen. Ich versuch's mal. Also, Stefan Gehrmann aus Bönn möchte jetzt gerne wissen, was ist eine Domwanne? Alleine für Herrn Schmitz. Was ist eine Domwanne? Eine Domwanne? Muss es nicht heißen, eine Domwanne? Ist ein Vogel! Was ist das? Ein Vogel! Das ist doch kein Vögel, eine Domwanne ist... Eine Domwanne ist ein Vogel. Wo lebt der denn? Na gut, ein Insekt. Kind? Das ist eine Wanne, das ist etwas, was aussieht wie ein Dom. Also irgendwas mit was spitze Fühlerchen hat. Und den Rücken so ausgehöhlt wie eine Wanne. Ich würde sagen, es ist eine Raupe, Herr Ball. Ja. Na, da bin ich aber für einen Schmetterling. Ich glaube, wir sind in der Sanitäria-Ausstellung und es gibt eine Schauspielerin, Gabi Dom, die ein Patent entwickelt hat auf eine Wanne mit Brausen, Sprudel, Dingenskirchen und eine besondere Form. Und die ist dann unter der Domwanne in die Sanitärhistorie eingegangen. Wie das Rüttingbrot. Könnte das sein, meine Damen und Herren? Könnte, Guido, du kannst schon wieder recht haben. Wäre es vielleicht möglich? Denken Sie darüber nach. Wir sagen hier nichts. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir sind stehen geblieben bei Gabi Dom vor der Werbung. Und die hat eine Wanne erfunden, hat da ganz gesagt. Ja, ich sage, ich habe eine Theorie. Ich habe auch eine Theorie. Ja, okay, wer soll zuerst? Es ist doch so. Der Dom an sich zeichnet sich doch wahrscheinlich durch Glocken und Kirchengeläut aus. Richtig. Oh oh. Vielleicht sind wir nicht nur in der... Aber eben auch, ich will nur jetzt den Glockenaspekt in diese Diskussion werfen. Vielleicht sind wir in der Altenpflege. Wir legen den Senioren. Was haben denn Glocken mit Alten? Lassen Sie mich doch einfach aussprechen! Herr Balder, dass Sie nicht wissen, was Glocken mit Altenpflege zu tun haben. Wir legen den Senioren in die wohltemperierte Wanne. Und üblicherweise hat der Krankenpfleger an sich keine mit Zeit. Mit den Glocken zusammen. In dem Fall gehen wir mal davon aus. Die schwimmen ja oben. Wir haben Zeit. Wir haben ein kleines Moment. Wir haben ein kleines Glöckchen an der Wanne. Und während der... Also, das alte Menschenkind liegt in der Wanne.
und es kann nicht schreien. Es kann sich, ich bemerke mal, der Krankenpfleger hat viel zu tun, ist in der Wohnung noch der Zivi ist am Kruschen und am Machen, am Tun, vielleicht auch noch das Essen warm machen. Ich finde das schön. Und jetzt will die Seniorin ein bisschen mehr wärmeres Wasser haben oder will gar nicht mehr in der Wanne liegen. Blimmelimmelimmelim. Und dann kommt der Pfleger und holt es aus der Wanne raus. Und das, was ist jetzt die Domwanne? Die Domwanne ist die Vorrichtung einer Glocke an einer Badewanne. Und es ist eine große Glocke. Es ist eine ganz große Glocke. Und der Senior macht dann, ich will warmes Wasser haben. Ich will warmes Wasser haben. Wir sind tatsächlich bei einem, bei einer Kirche. Wir sind an dem Bauwerk des Doms. Und wir sind bei mindestens zwei Turmspitzen. Was heißt das? Ich finde es schön, dass Anke jetzt sachlich falsch ist. Ja, das ist auch so. Ich auch sachlich gut. Falsch. Darf ich da einhaken bei dir? Hugo sagte falsch. Ist falsch? Es ist sachlich falsch. Das ist auch sachlich falsch. Vulkane. Bitte wer? Bei einem Vulkan spricht man von einem Dom. Und wenn das Ding eingefallen ist, spricht das denn? Schon immer, Herr Balder. Nur, das ist ein ganz fester Begriff aus der Vulkanologie, wenn man von einem Vulkandom redet. Und wenn der einbricht, ist das eine Wanne. Es sieht aus wie eine Wanne. Da schwimmt Lava drum, vielleicht noch ein geil, alter Senior. Geil, das ist mit Sicherheit richtig, alter Mann. Nein. Ich will jetzt mein warmes Wasser. Ein Dom ist ja schon mal sehr, sehr groß und außerdem ein religiöses Gebäude. Es wird aber keine Wanne geben, die so groß ist wie ein Dom oder eine Wanne, wo nur Päpste oder Bischöfe rein dürfen, wo man sagt, das ist eine Domwanne. Ich glaube aber immer noch, dass das irgendwie... Wir sind schlicht und ergreifend in der Architektur. Du bist aber noch nicht dran. Es tut mir leid, dass ich gesprochen habe. Master, tut mir leid, dass ich gesprochen habe. Die beste Komikerin 2006. So, pass auf, also um das Ganze mal abzukürzen. Ich möchte euch ja ein bisschen helfen, weil ihr seid immer so fixiert auf den Dom. Ja. Also, ja. Ich frage mich eben impliziert D-O-M. Ich bin drin, sonst hieß es ja Horsthalle. Wo kommt denn das Wort Dom her? Ja, überleg mal. Dominik. Dominus. Dominus, das Haus. Dominus. Dominus, der Herr. Das Omus, ist doch keine SM-Wanne. Eine Männerwanne. Das könnte sein, eine Männerwanne. Dominus. Also, ich sag's euch mal. Die sogenannte Domwanne wäre nichts ohne Domdeckel. Was wiederum ist ein Domdeckel? Das ist eine gute Frage. Dom, abgeleitet aus dem französischen Dom. D-O-M-E. Bedeutet so viel wie Kuppel. Ja. Dom. Jetzt Kuppel. Hilft. Domdeckel heißen die kuppelförmigen Deckel auf Tanklastern, die Befüllungslöcher verschließen. Und diese Befüllungsöffnungen sind eingelassen in wannenförmige Vertiefungen in die Tankoberfläche der sogenannten Domwanne. Und die Domwanne fängt das Benzin oder Heizöl auf, das beim Befüllen daneben geht. Und so läuft nichts am Tankwagen runter, sondern sammelt sich in der Domwanne und kann dann von dort entsorgt werden. Soll ich dir was sagen? Jetzt bin ich angepisst. Ja, glaube ich. Stefan Germann aus Bonn, 500 Euro. Gratulation. Von dem Dom am Tankwagen, ne? Ich kann noch eine kurze letzte Frage stellen und bin sehr, sehr gespannt. Peter Pöllinger aus Berlin möchte wissen, warum bauen Biber Dämme? Weil sie nichts anderes können. Wegen der Höhle, um das Wasser anzusteigen. Warum bauen Biber Dämme? Also ich glaube, dass der Biber an sich seine kleinen Schneidezähnchen wirklich abschleifen muss, damit die ihm irgendwie nicht in die Brust... Lass mich doch zumindest den Gedanken, auch wenn ich hier nicht mehr die bin, die ich mal vorher war. Ach, Schatz, jetzt hör auf. Nein, und deswegen müssen
müssen Sie viele Baumstämme knuspeln, 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 damit Sie Ihre Zähne abschleifen, damit die nicht zu lang werden. So, und dann hat der Biber an sich irgendwann mal gedacht, ich kann ja nicht hier immer nur die Bäume schrapp, 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 schrapp. Ich will auch etwas Sinnvolles tun. Und dann hat er angefangen, Dämme zu bauen mit seiner lieben Gattin. Und das war aber besonders pfiffig, weil dann hat er festgestellt, dass er auch das Nest für seine Kinderchen, die ja immer im Fluss, am Flussufer sind, viel gemütlicher bauen kann, weil der Fluss sich nicht mehr so bewegt, sondern er hat Ruhe, das Wasser steht und die Kleinen können in Ruhe aufwachsen, weil er das Wasser gestaut hat. Meine Herren, es kann sonst keiner rein. Eben, das glaube ich nicht. Es darf nämlich sonst keiner rein, weil der Eingang ist unter Wasser. Und deswegen staut er das Wasser, damit keiner wegflutscht. Und dann kann man unter Wasser schwimmen, geheim in seinen Gang. Und die Fische bleiben, die er haben möchte. Richtig. So. Und es ist schön warm. Herr Hohecker. Wieso zeigst du immer noch auf? Ich hab's doch gerade gelöst. Aus Zufall. Also, warum bauen Biber Dämme? Ich möchte es ganz genau wissen. Aus Zufall. Der Biber ernährt sich von Rinden und Holzstücken. Er kommt aber meistens von der Wasserseite aus an den Baum heran, damit er schnell wieder rein kann. Deshalb beißt er auf der Seite den Baum ab, der Richtung Wasser zeigt. Deswegen da fällt jetzt ein Stück Wasser. Und er fällt ins Wasser. Zufällig staut sich dabei das Wasser, weil das Wasser nun nicht weiß, wo es sonst hin kann. Und wenn das falsch ist, dann beschwere ich mich jetzt beim Berliner Zoo. Da stand das nämlich auf dem großen Schild, direkt neben dem Biberhaus. Das mag vielleicht ein Grund sein, aber es gibt einen anderen, einen Hauptgrund. Also das stimmt nicht, dass er... Mit der Eingang unter Wasser dass der Eingang, ist? Ich kenne das auch nur so, dass... Also nochmal langsam. Die Biber genau bauen hören. Ein Haus, eine ja. Höhle, wie auch immer. Ja. Und die stauen das Wasser deswegen, damit man nur unter Wasser in sein Häuschen reinkommen kann, damit Feinde von der Landseite gar nicht an die Höhle, an das Nest rankommen können. Um die Jungen zu schützen. Gerade genau so genau, schon gesagt. Das, also er bei um der nicht jetzt die Jungen zu schützen, sondern was? Das dann Gelege fressen sich selber, oder alles, die alles. Schwiegermutter, warum Eingang, Feinde, damit Feinde nicht reinkommen. Ja, warum würden die denn reinkommen? Was würden die denn machen? Tauchen müssen. Die Tür aufmachen. Und die können so lange das Wasser, die können die Luft nicht anhalten. Und Vorräte. So, um seine Nahrungsvorräte zu. So lasse ich das Geld. Ja, Nahrungsvorräte. So lasse ich das Geld. Der Biber baut Dämme, damit der Eingang zu seiner Burg stets unter Wasser liegt. Immer unter Wasser liegt. Ich verweise zum Beispiel die Nahrungsvorräte auf das Schild neben dem Bibergehege in Berlin. Ich bitte sämtliche Berliner. Ach, der kommt doch aus Berlin, der Kerl. Ja. Der lügt, obwohl das war. Der braucht nur 500 Meter in den Tiergarten zu gehen. Ich bitte um Zusendung von Fotos von diesem Schild. Und wenn es das nicht gibt, das Schild einfach nachmachen. Das ist was mich jetzt sehr, sehr müde macht. Ich glaube haben wir schon, gerade dass gelöst, da was anderes steht. Dass der Biber sein Nest an sich unter Wasser hat? Und mein diese Gott, ganzen Vorräte weichen nein, doch der dann Eingang auf. Nein, unter Wasser. Der Eingang ist unter Wasser, die der Vorräte Eingang. Sind im Trockenen. Ja. Der Eingang. Der taucht von unten wieder hoch. Die Frage müsste also lauten, warum ist der Eingang unter Wasser? Der Grund, warum er den... Warum bauen Biber Dämme, habe ich gefragt. Also jetzt, pass mal auf. Was kostet der Eintritt im Berliner Zoo? Legen wir mal schnell meinst du jetzt zusammen. Für Erwachsene oder für mich? Stimmt. Bevor Herr Walder das sagt. Man muss ja immer ach, so ihr Lieben, es war großartig. Alles ist angepisst. So muss der Samstagabend enden. Jawohl. Aber ihr habt eines gewusst heute. Also ich aber hallo. Ich nicht, das, viel, nicht viel Geld. Ich hätte ich gedacht mehr, aber wir werden den kann zwar heute sehen. Die nächste Woche nicht sehen, weil er wird demnächst bei den Bibern im Berliner Zoo einziehen. Das ist genau das. Das macht mich jetzt wahnsinnig. Kennt Biber das Bernhard nenne ich dich demnächst nur noch. Und bei Guido Kanz bin ich mir sicher. Er wird entweder Komiker des Jahres 2007 oder er wird Brillenträger des Jahres 2007. Auch wenn er keine Brille aufhat. Ich möchte mich nochmal feierlich entschuldigen. Es war nicht so gemeint, liebe Hella. Und ich du möchte hast dich jetzt ein bisschen im Ton vergriffen, Liebelein. Nein, ich habe nur versucht, dieselbe Lautstärke zu treffen. Und ich möchte mich jetzt vor versammelten Kameras bei dir entschuldigen. Ich möchte dir danke, dass du dabei warst. Du bist der Beste. Das ist meine Liebste. Ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Das war genial daneben. Ich möchte Ihnen am Schluss noch mal unsere Adresse als Herz legen. Wenn Sie eine schöne Frage haben, können Sie die einfach schicken. Genial daneben 50666 Köln. Rufen Sie an 0827 18 F20 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Sehr schön, sehr viel gewusst, sehr witzig. Schicken Sie die richtige Antwort mit. Natürlich.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Das war genial daneben. Weiter.